So, hallo liebe Taz-Leser, ich bin Nihat Genç Osman, eigentlich aus İstanbul, aber zurzeit lebe ich hier in Bodrum, in einer sehr schönen Ecke an der Südwestküste der Türkei, in Bodrum. Bodrum ist das antike Halikarnassos, die Heimatstadt von Herodot. Ich versuche so ein bisschen anzugeben, auch mit diesem schönen Blick im Hintergrund. Vielleicht kommt Taz-Reisen in Zukunft auf die Idee, auch mal hierher zu kommen. Sogar vielleicht die Gespräche mit unseren Gesprächspartnern an so schönen Ecken von Bodrum zu führen, sogar bei einer blauen Reise auf einem Schiff, wer weiß. Heute ist für uns so ein sehr schöner Tag, unter anderem deswegen, seit gut über anderthalb Monate ist es für uns über 65 Jahre Alte heute zum ersten Mal für 4 Stunden genehmigt, so ein bisschen von zu Hause rauszugehen und so ein bisschen spazieren zu können. Und ich wollte diese Gelegenheit nutzen und bin deswegen hierher gekommen, um diese Aufnahme zu machen und euch von Bodrum aus meine Grüße zu senden. Eigentlich wollten wir etwa knapp vor einem Monat zwischen dem 11. und 19. April mit meinem Kollegen Jürgen Gottschlich die Reise in Istanbul durchführen, die wir sowieso seit 2, 3 Jahren nicht durchführen konnten, wegen der politischen Spannung bei uns. Aber diesmal sind diese Corona-Tage dazwischen gekommen und das hat sich wiederum um einiges verzögert. Mal sehen, ob wir das im Herbst oder im nächsten Jahr durchführen können. Im Türkischen haben wir einen Ausdruck in drei Zeiten. Ob das in 3 Tage, 3 Monate, 3 Wochen ist, aber irgendwann wird das sicher der Fall sein. Und bis dahin wiederum so als Orientale kann ich sagen, abwarten und Tee trinken. Macht's gut und tschüss.